Morte Manie. Peter und Alice Hugory fuhren bei strömendem Regen über die holprige Landstraße, welche sie stetig bergauf führte. Wenn sie auch den gleichen Namen trugen, so war das lediglich ein außerordentlicher Zufall. Fälschlicherweise wurden sie oft für ein Paar gehalten. Sie waren aber weder Geschwister noch verheiratet. Zudem hatte der Name eigentlich einen unwahrscheinlichen Seltenheitswert. Aber dennoch arbeiteten sie regelmäßig zusammen. Peter war schon seit Jahren verheiratet. Alice seit mehreren Jahren geschieden. Weder das eine noch das andere hatte ihre langjährige Zusammenarbeit beeinträchtigt. Sie waren mehr als nur ein gutes Journalistenteam. Ihre Berichte galten unter verschiedenen Verlägen als sehr hoch angesehen und dienten mitunter als Markenzeichen für gute Qualität. Das spiegelte sich auch in der Einzigartigkeit und der Form wider, in welche sie Interviews führten und diese dann an namhafte Verläge verkauften. Zu schlechten Zeiten hielten sie sich mit einfachem Klatsch über Wasser, aber der Hauptteil ihrer Arbeit bestand darin, Sensationen zu wittern, noch ehe sie entstanden. Sie beleuchteten nicht selten Dinge, von denen noch nie ein Mensch zuvor gehört hatte. So war es auch in diesem Fall. Sie waren auf dem Weg zu Dr. Marvin, einem angesehenen Wissenschaftler, der sich auf dem Gebiet der Mortemanie, wie er es selbst bezeichnete, spezialisiert hatte. Was man genau darunter verstehen sollte, das wussten Alice und Peter noch nicht. Während sich der Wagen über die schlecht befahrbare Straße quälte, überprüfte Alice zum wiederholten Male die Funktionstüchtigkeit ihrer Kamera. »Du bist dir wirklich sicher, dass das der richtige Weg ist?«, fragte sie mit einem zweifelnden Blick nach draußen. »Aber ja doch«, sagte Peter, »das Navi führt uns genau zu den Koordinaten, die wir ihm angegeben haben.« »Tja«, machte Alice, »schon seltsam, dass es für Dr. Marvins Aufenthaltsort nicht einmal eine richtige Adresse gibt.« »Schon etwas eigenartig«, sagte Peter, »aber du wirst dich wohl doch nicht fürchten, oder?« »Ach Peter, lass den Unsinn«, wehrte sie ab. »Nun ja, ich meine ja nur. Ich erinnere mich noch, wie du vor unserer Abfahrt gemeint hast, dass das ja auch ein Spukschloss sein könne.« »Peter, du weißt genau, dass das nur so dahingesagt war. Und du weißt auch, dass ich schon manche Dinge gesehen habe, die dich eigentlich vom Gegenteil überzeugen sollten.« »Ach, du meinst diese Geschichte mit der Gruft damals?« »Nun, du warst alleine, und da bildet man sich oft viele Dinge ein. Deine Fantasie hatte dir eben einen Streich gespielt.« »Und doch glaube ich, dass es wahr ist. Peter, es gibt viele unerklärliche Dinge zwischen Himmel und Erde.« »Wenn du meinst«, entgegnete Peter nur. »Hey, sieh mal dort vorne«, rief er dann. »Siehst du das Licht? Das muss es sein.« Alice lächelte nur spöttisch und meinte, »Kunststück, die Straße ist dort vorne ja auch schon zu Ende.« Tatsächlich wurde vor ihnen in der Dunkelheit eine große, ebene Fläche sichtbar, welche mit Schlamm und Erde bedeckt war und eher wie ein Acker als ein Parkplatz aussah, wenngleich es wohl etwas in dieser Art sein sollte. Peter ließ den Wagen langsam ausrollen und brachte ihn schließlich zum Stehen. »Das ist ja tatsächlich ein richtiges Schloss«, sagte Alice erstaunt. »Oh ja, was dachtest du denn? Glaubst du etwa, Dr. Marvin erzählt uns irgendwelche Geschichten, um Eindruck zu schinden?« »Nein, das nicht«, sagte Alice, »aber so groß und imposant habe ich es mir nicht vorgestellt.« »Ja, ist schon ein beeindruckender Kasten«, sagte Peter, während er die Wagentür öffnete und den ersten Schritt auf den schlammigen Untergrund setzte. »War eine gute Idee von mir, keine Pumps mitzunehmen«, bemerkte Alice, als auch sie den Wagen verließ. Glücklicherweise war der Regen nicht so heftig, wie er zunächst gewirkt hatte, und das Gewitter schien weiterzuziehen. Zumindest befanden sie sich nicht in dessen Zentrum. Jetzt konnten sie das imposante Bauwerk deutlicher erkennen. Statt einer zu erwartenden Zugbrücke konnten sie vor sich nur ein großes, fast haushohes Tor entdecken. »Lass uns hingehen. Oder willst du hier im Regen stehen bleiben?«, fragte Peter. »Nein, alles nur das nicht«, sagte Alice. »Aber er erwartet uns doch eigentlich erst morgen früh.«
Na, es wird ihm doch wohl keine Umstände machen, in diesem Riesenkasten einen geeigneten Platz für uns zu finden, meinte Peter. Und dann stapften sie auf das Tor zu. Direkt neben dem Tor befand sich unerwarteterweise eine offensichtlich moderne Klingel und Peter drückte den Knopf. Es war allerdings nichts zu hören. Hoffentlich ist das Ding nicht kaputt, sagte er. Wurde er überhaupt angeschlossen? Fügte Alice hinzu, während sie sich mit ihren Armen umschlang und dabei versuchte, die empfindliche Kamera unter ihrer Jacke zu schützen. Peter klingelte erneut und dann war endlich Bewegung hinter der Tür zu hören. Ächzend, quietschend und nach Öl dürstend schob sich das Tor langsam nach innen und ein Mann steckte seinen Kopf heraus. Sie glaubten zunächst, es mit einem Affen zu tun zu haben, so bärtig war sein Gesicht. Aber dann fragte er, »Sie wünschen?« »Mein Name ist Peter Hugary und das ist meine Kollegin Alice Hugary. Dr. Marvin hat uns eingeladen. Wir sollten eigentlich erst morgen früh ankommen, aber unser Zeitplan hatte sich dann doch etwas geändert.« Der Mann öffnete das Tor komplett und jetzt konnten sie die wahre Größe dieses Hünen erkennen. Er war mindestens 2 Meter groß und fast ebenso breit. Man könnte meinen, dass so ein Kerl das Schloss nur mittels seiner kräftigen Hände ganz allein gebaut hätte. »Ich bin Hector, der Butler«, sagte er knapp. »Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie nur rein.« Der Diener machte den Weg frei und bat mit einer fordernden Geste, Peter und Alice einzutreten, was beide mit Freude taten. Vor ihnen öffnete sich ein langer, dunkler Gang, auf welchem ein roter Teppich ausgelegt war. Nachdem Hector das Tor hinter ihnen verschlossen hatte, führte er die beiden dann eben durch diesen Gang. »Sie haben uns erwartet?« flüsterte Alice zu Peter. »Das war doch nur so eine Redensart. Eine Höflichkeitsfloskel, weiter nichts. Und Sie haben uns ja auch erwartet. Zwar ist für morgen früh, aber...« Peter beendete den Satz nicht und Hector führte sie schließlich in einen äußerst beeindruckenden großen Saal. An den Wänden führten an verschiedenen Stellen Treppen nach oben, im hinteren Teil loderte ein Feuer im großen Kamin und in der Mitte des Raumes war eine kleine Tafel aufgebaut mit Kerzenleuchtern, die ganz im Stile der Räumlichkeiten waren. Hoch über ihren Köpfen hingen ebenfalls Kerzenleuchter, welche allerdings elektrisch waren und um einiges größer. Der Raum wirkte etwas düster, aber das war auch kaum verwunderlich. »Darf ich Ihnen nun die Mäntel abnehmen?« fragte Hector und verbeugte sich leicht, während er eine Hand leicht ausstreckte. »Ja, sehr gerne«, sagte Peter und übergab dem Diener auch gleich Alice Jacke mit. Sie behielt nur ihre Kamera bei sich. »Ich werde sie über dem Kamin trocknen lassen«, sagte Hector und wollte schon gehen, ehe Peter noch fragte. »Sagen Sie, ist Dr. Marvin im Haus? Ich meine, hier im Schloss?« Hector drehte sich langsam um. Alle seine Bewegungen wirkten sehr schwerfällig und langsam. »Mr. Marvin befindet sich derzeit in seinem Labor und möchte unter keinen Umständen gestört werden. Ich werde ihn beizeiten benachrichtigen, dass Sie bereits eingetroffen sind. Nun werde ich das Abendbrot zubereiten.« Ohne eine weitere Entgegnung abzuwarten, verschwand Hector, ehe er noch rasch die nassen Kleider über einen eigens dafür angebrachten Haken nahe des Kamins warf. Peter und Alice setzten sich an die Tafel. In diesem Moment fiel ihnen auf, dass sie beide ihre Mobiltelefone im Wagen gelassen hatten, aber mit denen würden sie hier ohnehin nichts anfangen können. »Kalt ist es hier«, sagte sie schließlich. »Ja, das ist es, aber immer noch besser als draußen. Trotzdem gemütlich, findest du nicht?« »Nun ja, wohnen möchte ich hier nicht. So weit abgeschnitten von der Außenwelt?« »Da hast du recht«, sagte Peter und betrachtete die unzähligen Gemälde an den Wänden. »Hast du das eben auch gehört?« fragte sie und lauschte noch einmal. »Was denn?« fragte Peter, der sich von den Gemälden hatte fesseln lassen. »Ach, ich weiß nicht, es klang nur so komisch, so als ob jemand geschrien hätte.« Peter lachte.
Ich glaube, in diesem Schloss hier werden uns alle möglichen Geräusche seltsam vorkommen. Da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Naja, morgen führen wir das Interview, machen einiges an Fotos und dann sind wir auch schon wieder weg. Im nächsten Augenblick kam Hector mit einem großen Tablett in den Händen wieder durch eine der zahllosen Türen herein und stellte es dann vor den beiden ab. »Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine kalte Henkersmahlzeit zuzubereiten«, sagte er. »Danke«, sagte Peter rasch, und Hector wollte sich gerade wieder entfernen, da fragte Peter noch rasch. »Können Sie Dr. Marvin ausrichten, dass wir bereits hier sind und vielleicht hat er ja schon Zeit für uns, dann müssen wir ihn diese Nacht nicht mehr länger belästigen.« Schwerfällig drehte sich der Diener um und antwortete, »Dr. Marvin hat noch die ganze Nacht zu tun und will nicht gestört werden. Ich werde Ihnen anschließend ein Zimmer zeigen, wo Sie die Nacht verbringen können.« Peter und Alice mussten sich mit dieser Antwort zufrieden geben und machten sich an den einfachen Speisen zu schaffen, während Hector das Kaminfeuer nachschürte. »Was hat er denn damit gemeint? Henkers Mahlzeit?« flüsterte Alice zwischen zwei Bissen. Sicher nur so eine Redensart. Vielleicht auch ein alter Brauch oder der Name von den zubereiteten Speisen hier«, sagte Peter achselzuckend. »Da, wieder«, rief Alice und hätte sich fast verschluckt. »Ja, was denn?«, fragte Peter und sah seine Kollegin überrascht an. »Ach, Peter, da hat doch jemand geschrien!« »Nun übertreib nicht, Alice, ich hab nichts gehört. Was glaubst du denn, wer hier wohnt? Dr. Mabuse persönlich?« »Ja, das kommt mir bald so vor«, sagte Alice und nahm einen Schluck Wasser. »Vielleicht sollten wir den Diener fragen«, sagte sie dann. »Der? Den muss man doch jedes Wort aus der Nase ziehen. Ich glaube sowieso nicht, dass er Auskunft erteilen darf. Dafür wird Dr. Marvin schon gesorgt haben.« »Verdammt nochmal, Peter! Und jetzt?« »Jetzt habe ich's auch gehört.« »Und? Was sagst du jetzt?« Peter legte das Essen beiseite. »Alice, ich möchte nicht alles schönreden, aber ich glaube nicht, dass es das war, was wir glauben.« Sie verdrehte die Augen und sagte dann, »Ja, Peter, du bist ein unverbesserlicher Optimist.« In diesem Moment schwang eine der Seitentüren auf und ein Mann trat herein. Er wirkte klein und schmächtig, war leicht ergraut und hatte ein ernstes, aber freundliches Gesicht. Er war mit einem Ärztekittel bekleidet und kam nun direkt auf die beiden Journalisten zu. »Oh, Sie an, meine lieben Gäste, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ich bin Dr. Marvin«, sagte er bedacht und reichte jedem die Hand. Peter und Alice waren leicht überrascht über das plötzliche Auftauchen ihres Gastgebers. »Es freut mich sehr, dass wir uns noch vor Tagesanbruch kennenlernen. Wir hatten nicht vor, Sie noch zu so später Stunde zu stören, aber es hat sich einfach so ergeben«, sagte Peter, und es klang fast wie eine Entschuldigung. »Das macht gar nichts. Ich konnte meine Arbeiten soeben beenden und freue mich nun, Sie als meine Interessenten begrüßen zu dürfen. Wenn Sie zu Ende gegessen haben, können wir auch gleich mit dem Interview beginnen«, sagte Dr. Marvin und setzte ein übertriebenes Lächeln auf. Alice und Peter sahen sich erstaunt an, aber sie sagte sogleich, »Nun, wir möchten Sie keinesfalls von Ihrer Arbeit abhalten, Dr. Marvin.« »Das tun Sie nicht«, sagte er und lächelte wieder. »Es ist ja auch in meinem Interesse, dass die Ergebnisse meiner Forschung an die Öffentlichkeit gelangen und ich möglicherweise auch auf staatliche Unterstützungen zurückgreifen kann.« »Das wirft gleich meine erste Frage diesbezüglich auf«, warf Peter ein. »Wie kommt es, dass Sie ausgerechnet uns für dieses Interview, nun ja, angeheuert haben?« Dr. Marvin lachte kurz und antwortete, »Das ist ganz einfach, Mr. Hugory. Ich habe viel von Ihren Herausgaben gelesen und war äußerst beeindruckt von Ihrer Art der Objektivität, der Neutralität und auch der Umfänglichkeit, mit der Sie jeden Ihrer Artikel präsentieren. Da ist es doch kaum eine Silbe wert, sich zu erkundigen, warum man sich nicht die Besten, die Crème de la Crème, selbst ins Haus holt, um selbst seine Erfolge repräsentieren zu können.« Alice und Peter mussten beide leise lachen. So viel Schmeichelei waren sie nicht gewohnt. Allein schon die Tatsache, dass sie eingeladen worden waren und nicht wie meist üblich eigene Nachforschungen anstellten, das war schon ziemlich außergewöhnlich.
Gut, Dr. Marvin. Wenn Sie dann erlauben, würde ich dieses Interview gerne auf Band aufnehmen. Sind Sie bereit? Aber natürlich, Mrs. Hugory. Sonst wäre ich ja nicht hier. Machen Sie Aufnahmen, so viel Sie wollen. Ich gestatte Ihnen selbstverständlich auch zu fotografieren. Nur muss ich Sie lediglich darauf hinweisen, dass ich Ihnen natürlich nicht alles zeigen kann. Ich hoffe, Sie verstehen meine wissenschaftliche Diskretion. Peter nickte und lächelte zurück, als er sagte, »Natürlich, Dr. Marvin. Wir sind ja auch sehr froh, dass Sie uns trotz dieser späten Stunde doch tatsächlich noch ein Interview geben wollen, auf das Sie eigentlich erst morgen vorbereitet waren.« »Es freut mich, dass Sie beide so mit mir übereinstimmen. Ich werde Sie dann wohl zuallererst in mein Labor führen. Das dürfte für Sie am interessantesten sein. Folgen Sie mir. Hector!« Der Diener hantierte immer noch am Kamin herum, als er sich umdrehte und fragte, »Sie wünschen, Dr. Marvin?« »Sorgen Sie dafür, dass meine Gäste und ich von jetzt an nicht mehr gestört werden.« »Wie Sie wünschen, Sir«, entgegnete der Diener höflich und verbeugte sich leicht, aber förmlich. Dann zeigte Dr. Marvin Alice und Peter den Weg hinab in den Keller. Stillschweigend ging er voran und öffnete eine Tür nach der anderen. »Peter, mir ist irgendwie nicht ganz wohl bei der Sache«, sagte sie. »Alice, was hast du denn? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir in etwas Aufregendes hineingeraten.« »Ach, Peter, mir gehen einfach diese Schreie nicht mehr aus dem Kopf. Die etwa nicht. Und überhaupt, er taucht auf einmal auf und erklärt sich sofort bereit, ein erst für morgen angesetztes Interview zu führen. Ich weiß nicht, Peter, dieser Mann ist mir nicht geheuer.« Peter nickte leicht, als er sagte, »Er mag vielleicht ein komischer Kauz sein, aber gefährlich ist er sicher nicht. Glaubst du etwa, der könnte uns was antun?« »Na, eher vielleicht nicht«, sagte Alice. »Aber denk doch mal an seinen Diener. Peter, ich habe ein ganz unwohles Gefühl bei der ganzen Sache und du weißt, dass mich mein Gefühl noch nie getäuscht hat.« »Aufpassen. Wir müssen einfach aufpassen, Alice. Wir sind wachsam wie immer.« Dr. Marvin ging ein gutes Stück voran und Peter dachte darüber nach, ob er sich nicht für ihr Geflüster interessierte oder ob er so tat, als ob er es nicht hören würde. Jedenfalls blieb er jetzt vor einer Tür stehen, öffnete sie und bat die beiden Journalisten hinein. »Nach Ihnen«, sagte Alice knapp. Dr. Marvin hob lächelnd die Augenbrauen und betrat dann als erster den Raum. Hier waren allerhand Apparaturen angebracht, verschiedene Verdrahtungen, endlose Kabelstränge, Destillierkolben. Es sah etwas unordentlich aus, aber es wirkte eben auch wie ein improvisiertes Labor. »So«, begann Dr. Marvin, »das hier ist das Herzstück meiner Forschungsarbeiten. Ich bin überrascht darüber, dass Sie mich noch gar nicht gefragt haben, was man sich denn unter dem Begriff Mortemanie vorstellen muss.« Peter lachte leise und über Alice' Gesicht flog ein Schmunzeln, ehe er sagte, »Nun, das war uns bisher entfallen, aber vielleicht haben Sie trotzdem noch die Güte, uns diesen neuartigen wissenschaftlichen Begriff zu erörtern.« Dr. Marvin stieg in das leise Lachen mit ein und sagte schließlich, »Nun, für einen Laien mögen die verschiedenartigen medizinischen Begriffe wohl eher ein Urwald der Wortwendungen sein. Ich versuche es daher etwas zu vereinfachen. Können Sie sich etwas unter dem Begriff Zellerneuerung vorstellen?« »Nun, ich vermute, dass es sich dabei keinesfalls um die Renovierung eines Gefängnisses handelt«, scherzte Peter, und Alice schüttelte beschämt den Kopf. »Nein, natürlich nicht«, sagte Dr. Marvin. »Es handelt sich dabei um die Instandhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung menschlicher Zellen. Sie wissen, dass der erwachsene menschliche Körper aus mehr als 100 Billionen Zellen besteht. Diese verändern sich natürlich immer wieder im Laufe seines Lebens. Mitunter kommt es nicht selten vor, dass diese beschädigt werden. Nehmen wir einmal an, durch Außeneinwirkung. Eine Schnittwunde beispielsweise. Ein tödlicher Messerstich mitten in das menschliche Herz. Das bedeutet grundsätzlich das Ende für jeden Menschen. Hier jedoch kommt meine Forschung in der Mortemanie ins Spiel.« Dr. Marvin machte ein geheimnisvolles Gesicht und ließ zunächst seine Worte wirken.
Während Peter sich von dem Blubbern und Summen der Geräte hinreißen ließ, fragte Alice dann, »Was genau versteckt sich denn dann hinter dem Begriff Mortemanie?« Dr. Marvin setzte sein übliches Lächeln auf und erklärte dann, »Kennen Sie den lateinischen Begriff für Tod, Mrs. Hugory?« »Nun, ich glaube, ich meine es schon einmal gehört zu haben. Wissen Sie, mein Lateinunterricht...« »Nein, warten Sie! Mortem, richtig? Mortem hieß es!« »Und jetzt ist mir auch klar, woher Ihr maßgebender Name kommt, Dr. Marvin.« Der Arzt nickte und ergänzte, »Sie sind wirklich auf Draht, Mrs. Hugory. Können Sie dann auch kombinieren, was genau meine Forschung bewirkt?« Alice blickte einen Moment zur Seite, ehe sie sagte, »Nun, ich glaube, das übersteigt die Grenzen meiner Fantasie.« »Da haben Sie allerdings vollkommen recht. Jetzt kommt es auf Ihre Objektivität an, mit der Sie nun meine folgenden Erklärungen beurteilen. Schon vor Jahren, wenn nicht gar Jahrhunderten, befasste sich schon einmal ein Wissenschaftler mit dem Phänomen der Zellerneuerung. Damals war die Technologie noch nicht auf dem gleichen Stand wie heute, aber fortgeschritten genug, um gewisse Versuche durchzuführen. Diese Unterlagen habe ich wieder ausgegraben und sie nun nach dem Stand der modernsten Mittel wieder fortgeführt. Siehe da, es bilden sich erste positive Ergebnisse. Ich habe eine Konstruktion, eine äußerst komplizierte Konstruktion entwickelt, anhand derer es möglich ist, die Zellen eines Menschen, gleich welcher Art, wieder in ihren Ursprungszustand zu versetzen. Das heißt im Grunde, sie zu reparieren oder renovieren, um es in der Sprache ihres Kollegen zu beschreiben. Der ganze Raum hier ist eine einzige Maschine, die genau diesen Zweck erfüllt. »Moment«, sagte Peter und zwängte die Augen zusammen. »Nur damit ich das auch richtig verstehe, Ihre Forschung befasst sich also mit der Tatsache, dass Sie es schaffen können, bereits zerstörte menschliche Zellen, sprechen wir doch einfach mal von Körperteilen, wiederherzustellen anhand einer Maschine?« »Nun, Mr. Hugory, es ist zwar etwas laienhaft erklärt, aber in diesem Sinne richtig. Die technische und mechanische Bauweise zu erklären, wäre wohl etwas zu kompliziert und für Ihre Leser wohl auch uninteressant, aber dieses Gerät schafft es in einem gewissen Zeitraum, welcher nicht gerade kurz ist, eine bestimmte Anzahl bereits zerstörter oder verlorener Zellen wiederherzustellen.« Alice und Peter hoben gleichzeitig die Augenbrauen und sahen sich an. »Das ist ja ein wahres Wunderwerk«, bemerkte Peter. »Das heißt also, angenommen, wir haben beispielsweise einen Mörder, der sein Opfer, eben wie Sie es vorhin beschrieben haben, mit einem Stich ins Herz getötet hat. Dann kommt, nach dem Fund der Leiche, Ihre Maschine ins Spiel und das Opfer wird wieder zum Leben erweckt, wenn man es so nennen möchte. Der Täter könnte somit gefasst werden. Ist das so in etwa richtig?« »Gar nicht mal so übel, Mr. Hugory.« »Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie erschaffen also eine Art Zombie?« sagte Alice. »Hier geht wohl Ihre Horrorfantasie etwas mit Ihnen durch, Mrs. Hugory. Es ist keinesfalls ein Zombie, der dadurch entsteht. Der Mensch wird wieder genauso sein wie vorher, vollständig regeneriert.« »Und gibt es Beweise für Ihre Theorien?« fragte Peter. »Selbstverständlich gibt es die«, antwortete Dr. Marvin knapp. »Haben Sie also schon einmal jemand in dieser Art und Weise behandelt? Einen Patienten?« fragte Alice. »Ich habe nur einen Patienten hier. Möchten Sie vielleicht mit ihm sprechen?« »Wie? Sie behandeln einen Toten?« fragte Peter erstaunt. »Man könnte es so nennen«, antwortete Marvin. »Allerdings muss ich hinzufügen, dass der Patient kaum sprechen kann. Er stammt aus der Leichenhalle des hiesigen Krankenhauses und wurde mir unmittelbar nach seinem Tod konserviert zugeliefert. Sie müssen verstehen, die Leistungsfähigkeit meiner Geräte haben ihre Grenzen und ein menschlicher Körper kann nur bis zu einer bestimmten Zahl von zerstörten Zellen regeneriert werden. Wir sprechen von maximal 25% und das ist schon eine ganze Menge.« »Verstehe«, sagte Alice. »Das bedeutet also,
dass sie keine jahrtausendalte Leiche wieder zum Leben erwecken könnten. Nun, zumindest nicht heute, antwortete Dr. Marvin lächelnd und bot dann seinen Gästen an, ihm zu folgen. Sie gingen ihm nach bis in den nächstliegenden Raum und Peter stellte Dr. Marvin weiterhin seine Fragen. Sagen Sie, haben Sie eigentlich noch einen oder mehrere Assistenten? Nein, ich arbeite alleine. Das macht mir nichts aus und es ist angenehmer so. Nur Hector, Sie beide und ich halten uns hier auf diesem Schloss auf. Und wie bewältigen Sie die notwendigen Finanzen? Auch das ist ganz einfach zu erklären, Mr. Hugory. Meine Familie ist oder war äußerst reich. Das Schloss befindet sich im Familienbesitz. Ich habe alles an Reichtum nun in dieses Forschungsprojekt gesteckt und hoffe daher auch auf eine angemessene Wertschätzung seitens der Gesellschaft. Im nächstliegenden Raum war es ziemlich dunkel und nur schwaches Licht beleuchtete ihn. Er war fast vollkommen leer, bis auf eine merkwürdige Konstruktion in der Mitte. Hier, das ist er, Harry Franklin, ein Obdachloser. Er liegt nun schon seit etwa 4 Wochen hier. Wie gesagt, als er hier ankam, war er konserviert und tot. Sein aktueller Zustand lässt noch zu wünschen übrig und es wird noch ziemlich lange dauern, bis er wieder vollständig Mensch sein wird. Peter und Alice traten näher an die Konstruktion heran. Es sah aus wie ein gläserner, nach oben offener Sarg. An diesen selbst und an den Menschen darin waren unzählige Elektroden, Kabel und Schläuche angeschlossen, die alle von dem Raum herführten, in welcher Dr. Marvin ihnen zuvor die Maschine gezeigt hatte. Der Mensch darin war kaum zu sehen. Er atmete schwer und seine offenen Augen starrten leblos an die Decke. Sein Atem hörte sich mehr wie ein schmerzvolles Stöhnen an. »Der sieht ja furchtbar aus«, sagte Alice und trat noch einen Schritt näher heran. »Hallo? Können Sie mich verstehen? Können Sie mich hören?« Keine Antwort, nur das immer gleichbleibende, monotone Ächzen. »Das ist ja ein menschenunwürdiger Zustand«, sagte Peter. »Ja, da mögen Sie vielleicht nicht ganz Unrecht haben«, stimmte Dr. Marvin zu. »Aber bedenken Sie, dieser Mann war vor 4 Wochen noch tot und wie wird es ihm wohl nach weiteren 4 Wochen ergehen? Er wird mir eines Tages dafür dankbar sein.« »Alice, ich sorge jetzt dafür, dass du dich etwas alleine umsehen kannst«, raunte Peter und sagte dann laut zu Dr. Marvin. »Doktor, hätten Sie nun ein Problem damit, wenn ich einige Fotos von Ihren Maschinen mache und wenn Sie mir dann auch noch die ein oder andere Funktion erklären würden?« »Aber selbstverständlich, Mr. Hugory. Kommen Sie nur mit mir.« Peter grinste Alice an und sie hob nichtssagend die Hände. Dann waren beide Männer verschwunden. Sie nahm die Gelegenheit wahr und besah sich die Kabelstränge genauer. Der Mann in dem gläsernen Sarg gefiel ihr gar nicht. Er sah aus wie in sich zusammengesackt. Alice beschlich wieder ein ungutes Gefühl. Sie durchschritt den Raum auf der Suche nach etwas Brauchbarem. Aber ihr war eigentlich klar, dass Dr. Marvin sie nur bedenkenlos hier allein zurücklassen konnte, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzte, dass etwas für ihn Gefährliches gefunden werden konnte. »Mr. Franklin«, sagte sie schließlich, als sie sich wieder über den gläsernen Sarg beugte. »Können Sie mir irgendetwas sagen?« Keine Regung war in seinem Gesicht zu sehen, nicht einmal ein Augenzwinkern. Alice zuckte zusammen, als dieser Mann einen seltsamen Laut von sich gab. Genau denselben hatte sie zuvor im Speisesaal gehört, nur etwas lauter. Ihr kam in den Sinn, dass sie doch nicht alleine hätte hier bleiben sollen. Der Mann wurde ihr unheimlich. Dieses ächzende, stöhnende Gewimmer dieses Patienten, das Surren und Pumpen der Maschinen. Ihre Gedanken begannen plötzlich mit ihrem mulmigen Gefühl Karussell zu fahren. Und dann packte sie die bloße Angst. Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rannte aus dem Raum hinaus. Dr. Marvin und Peter waren nicht hier. Verflixt.
Peter musste ihn wirklich weit weggelockt haben. Sie riss die Tür zum Gang auf und rannte hinaus. Die Schreie verfolgten sie zwischen den gemauerten Wänden und sie lief einfach weiter, in der Hoffnung, endlich auf Peter und Dr. Marvin zu stoßen. Sie rief nach Peter, erhielt aber keine Antwort, und dann stand sie im nächsten Moment vor einer Tür. Sie drückte die Klinke, aber diese öffnete sich nicht. Sie hämmerte dagegen und rief nach Peter und Dr. Marvin, aber niemand antwortete. Doch unerwarteterweise öffnete sich die Tür und Hector stand davor. »Kann ich Ihnen helfen, Miss?«, fragte er. In dem schwachen Licht sah der Diener nun noch bedrohlicher aus als zuvor. »Ich suche Dr. Marvin und meinen Kollegen«, haspelte sie. »Die sind nicht hier. Ich kann sie nach oben in den Speisesaal führen, wenn Sie wollen.« »Ja, bitte«, sagte sie. Auch wenn sie dem Diener nicht über den Weg traute, aber alleine würde sie wohl ohnehin nicht wieder nach oben finden. Er führte sie tatsächlich nach oben und nach nur wenigen Minuten befanden sie sich wieder im Speisesaal. »Wo sind Dr. Marvin und Peter?«, fragte sie erneut. »Ich weiß es nicht, Mrs. Hugory. Ich werde mich deren kundig machen.« Damit ließ Hector Alice einfach stehen und verschwand. Das war ja nicht geheuer, und der Diener war ihr noch unheimlicher geworden, auch wenn er sie nun hierher geführt hatte. Unversehens öffnete sich eine Tür auf der anderen Seite und ein Mann trat herein. Es war nicht Peter, aber Dr. Marvin. »Doktor, endlich! Wo ist Peter?« »Das wollte ich Sie gerade fragen, Mrs. Hugory. Ich weiß nicht, was in Ihren Kollegen gefahren ist, aber er faselte plötzlich etwas von einer Sensation und ehe ich mich nach ihm umdrehen konnte, rannte er plötzlich zur Tür hinaus und versperrte sie von außen. Ich musste nun diesen Umweg wählen, um hierher zu gelangen, Mrs. Hugory. Ich bin sehr enttäuscht von Ihrer Seriosität. War das eben ein Ablenkungsmanöver Ihres Mannes? Und was hat er vor?« Alice war zunächst baff. Peter würde doch nun keine Dummheiten machen. Aber das sah ihm gar nicht ähnlich. Außerdem hätte er das vorher mit ihr abgesprochen. Sie sollte ja eigentlich nach Informationen Ausschau halten. Aber zunächst hielt sie es für schlauer, sich etwas dumm zu stellen. »Hören Sie, Dr. Marvin, Peter möchte Ihnen sicherlich keinen Schaden zufügen. Es tut mir leid, wenn mein Kollege Ihnen nun Ärger bereitet.« »Nun«, sagte Dr. Marvin, »ich weiß allerdings nicht, ob wir das Interview dann unter diesen Umständen fortsetzen können. Ich werde mich nun im Labor wieder meiner Arbeit widmen. Es betrübt mich sehr, dass unsere Zusammenarbeit unter diesem Aspekt wohl beendet ist, Mrs. Hugory. Ich werde Sie hinausbegleiten und dann verschwinden Sie von hier. Soll Ihr Kollege doch zu Fuß laufen.« »Ich werde nicht ohne Peter gehen«, rief Alice. Dr. Marvin verzog ärgerlich das Gesicht. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und sagte, »Wie Sie wollen.« Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging Dr. Marvin davon. Nicht ein einziges Mal wandte er sich noch um. Alice stand da wie vom Donner gerührt und wusste gar nicht, was sie nun sagen oder tun sollte. Sie war allein, hier im Speisesaal. Ihr mulmiges Gefühl hatte sie also keineswegs betrogen. Sie war davon überzeugt, dass sie Dr. Marvins Worten keinen Glauben schenken durfte. Da bemerkte sie hinter ihrem Rücken ein Geräusch. Eine Tür wurde geöffnet. Sie wandte sich um und sah Peter. Ihr Kinn klappte vor Überraschung nach unten und er winkte sie hektisch zu sich. Sie rannte zu ihm hin und dann standen sie beide in einem altgebauten Treppenhaus, als Peter die Tür hinter ihnen wieder schloss. »Meine Güte, Peter, was ist denn passiert?« »Das glaubst du mir nicht, Alice. Dieser verrückte Dr. Marvin wollte mir eine Spritze ins Genick jagen. Er hatte mich in einen abgelegenen Raum geführt. Dort fiel auf einmal das Licht aus und ich stand im Dunkeln. Ich hatte schon eine Ahnung und war auf einen Angriff vorbereitet. Da bekam ich ihn in der Dunkelheit zu fassen. Ich prügelte auf ihn ein und machte mich dann auf die Suche nach Licht.
Nachdem ich es wieder eingeschaltet hatte, lag er am Boden und rieb sich den Kopf, und noch ehe ich etwas tun konnte, zog er unter seinem Kittel plötzlich eine Pistole hervor. Ich musste davonlaufen, ich hätte keine Chance gehabt. Bin dann ewig durch die Gänge geirrt und schlussendlich hier angekommen. Ich habe gehört, was er dir gerade erzählt hat. Dieser Halunke. Aber Peter, was bedeutet das? Was will er uns denn antun? Das ist ganz einfach alles. Er braucht uns für sein Lügengebäude. Der ganze Mist von wegen Zellerneuerung, den er uns erzählt hat, ist tatsächlich wahr. Aber er tut es nicht zum Wohle der Menschheit. Und er hat auch diesen Mr. Franklin von der Straße nicht wiederbelebt. Alice, auf der Flucht vor diesem Monster bin ich auf sein Büro gestoßen. Ich war eigentlich auf der Suche nach einer weiteren Waffe und bin dann aber auf unzählige Dokumente gestoßen. Mein journalistischer Spürsinn hat dann letztendlich die Wahrheit ans Licht gebracht. Hast du eine Ahnung, wann dieser Mann geboren worden ist? Alice zuckte mit den Schultern und vermutete: Nun, ich schätze mal, er wird um die 50 sein. Das könnte hinkommen. Peter schüttelte den Kopf. Du hättest große Augen gemacht, wenn du das Geburtsdatum dieses Mannes gesehen hättest. Es war der 19. März 1902. Was? Peter, dann müsste der Mann ja über 100 Jahre alt sein. Hat das etwas mit dem zu tun, was du gefunden hast? Genau so ist es, Alice. Die Maschine, so wie er sie uns erklärt hat, funktioniert tatsächlich nach dem Prinzip der Zellerneuerung. Allerdings ist es nicht so, dass er Mr. Franklin wiederbelebt hat und ihn wieder ins Leben zurückführt. Nein, Alice, es ist genau umgekehrt. Dr. Marvin nutzt Mr. Franklins Körper, um seine eigenen Zellen regelmäßig erneuern zu lassen. Er altert deswegen nicht. Er mag ja alles sein, aber ein Arzt oder Wissenschaftler ist er bestimmt nicht. Aber Peter, warum hat er sich denn dann uns zu sich ins Haus geholt? Wir sind doch eine Gefahr für ihn. Nein, Alice, es ist genau umgekehrt. In seinen Unterlagen ist zu finden, dass die Zellerneuerung nur bei Personen mit passender Blutgruppe optimal funktioniert. Dr. Marvin und Mr. Franklin besitzen beide Blutgruppe AB. Und dreimal darfst du raten, warum er uns eingeladen hat. Ich bin nicht Blutgruppe AB, aber du bist es, nicht wahr? Ja, Alice. Das erklärt auch, warum er überhaupt zuerst nur mich alleine eingeladen hatte. Wohl weder wegen deiner schönen blauen Augen noch wegen deinem stattlichen Aussehen und erst recht nicht wegen unserem journalistischen Dasein. Dieser Mann hat wirklich an alles gedacht. Wir sind freie Journalisten, somit unabhängig, und selbst wenn man wochenlang nichts von uns hört, dann ist es kein Grund für die Öffentlichkeit, sich Sorgen zu machen. Selbst deine Familie weiß, dass so etwas vorkommen kann. Mein Gott, Peter, der Mann ist vollkommen wahnsinnig. Überleg doch nur, das Wort Mortemanie, Manie, das steht im Griechischen für Wahnsinn. Ob er diese Wissenschaft, diesen Namen bewusst so gewählt hat? So krank wie er ist, so intelligent scheint er gleichzeitig zu sein. Ja, dieses Monster hat wirklich an alles gedacht. Alice, er wird meine Blutgruppe irgendwie recherchiert haben und hat sich dann diesen teuflischen Plan ausgedacht. Wir müssen von hier verschwinden, irgendwie. Aber wir dürfen Dr. Marvin auf keinen Fall in die Arme laufen, und erst recht nicht seinem Diener. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass wir wieder zusammenfinden würden. Aber da hat er sich getäuscht. Wahrscheinlich hätte sonst jeder von uns auf den anderen gewartet, und nie wäre einer von uns alleine geflohen. Das war wohl sein Plan. Na, sehen wir zu, dass wir von hier wegkommen, ehe uns dieses Monstrum an Diener oder der Doktor selbst noch aufspüren. Alice nickte, und dann legte Peter horchend sein Ohr wieder an die Tür. Als er davon überzeugt war, dass sich niemand im Speisesaal aufhielt, öffnete er vorsichtig die Tür und trat ein. Es war tatsächlich niemand zu sehen. Leise deutete er Alice, ihm zu folgen. Sie konnten sich noch ungefähr daran erinnern, welchen Weg sie vom Haupteingang bis hierher zurückgelegt hatten. Die Gänge waren finster, die Beleuchtung ausgeschaltet und die Lichtschalter schienen nicht zu funktionieren.
nur etwas Licht von außen drang herein. Wenn der Blitz irgendwo in der Nähe einschlug, wurden die Fenster mitsamt dem Gang hell erleuchtet. »Hier ist es!« rief Alice plötzlich aus. »Da, durch diese Tür kommen wir in die Vorhalle und dann durch das Haupttor nach draußen. Hier beginnt der Teppich.« »Verdammt! Abgeschlossen!« sagte Peter und rüttelte noch einmal kräftig an der Klinke. Eigentlich war das ja auch zu erwarten gewesen. »Ich hoffe doch nicht, dass Sie mich schon verlassen wollen«, rief eine Stimme aus dem Dunkel, und im selben Moment hellten die Lampen an der Decke auf. Dr. Marvin stand mit gezücktem Kleinkaliber in der Mitte des Ganges, nur wenige Schritte von Alice und Peter entfernt. Er musste durch eine der unzähligen Seitentüren hierher gelangt sein. »Dr. Marvin«, rief Peter aus. »Ich hatte schon befürchtet, dass wir uns gar nicht mehr über den Weg laufen würden.« »Ich teile Ihre Befürchtung, Mr. Hugory. Dennoch hat sie sich nicht bewahrheitet. Ich hoffe, dass wir von nun an besser zusammenarbeiten werden.« »Was haben Sie nun mit uns vor, Doktor?« fragte Peter. »Oh, ich vermisse nun Ihren journalistischen Spürsinn, Mr. Hugory. Ich dachte, Ihre unerwarteten Funde im Büro haben Ihnen bereits alles erklärt.« »Wollen Sie uns als Versuchsobjekte bei sich behalten?« fragte Alice. »Nun, Mrs. Hugory, es ist gar nicht so abwegig, es so zu bezeichnen. Sie können sich wohl vorstellen, dass die Körperreserven von Mr. Franklin bald aufgebraucht sind und ich Ersatz benötige. Schade, dass Sie Ihre Gelegenheit zuvor nicht genutzt haben, um von hier zu verschwinden, Mrs. Hugory. Jetzt wissen Sie zu viel, und das ist ein erhöhtes Risiko für meine Forschungsarbeit.« Peter stellte sich vor Alice und rief: »Dann müssen Sie leider zuerst an mir vorbei, Dr. Marvin. Passen Sie gut auf meinen Körper auf. Sie brauchen ja schließlich noch meine Zellen.« Über Dr. Marvins Gesicht zog sich ein zynisches Lächeln. Plötzlich wurde die Tür hinter ihm aufgerissen und sie krachte ihm mit voller Wucht gegen den Rücken. Dr. Marvin taumelte vorwärts und verlor den Halt. Im gleichen Moment trat die monströse Gestalt des Dieners aus der Tür und noch ehe Dr. Marvin sich wieder fangen konnte, hatte er sich einen kräftigen Tritt gegen den Rücken eingefangen. Dr. Marvin rollte über den Boden und verlor dabei seine Pistole. Der Hühne trat nun mit wenig eleganten, aber schnellen Schritten auf die Waffe zu und nahm sie an sich. Als Dr. Marvin wieder auf den Beinen stand, blickte er in den Lauf seiner eigenen Waffe. Alice und Peter hatten das Ganze mit Erstaunen beobachtet und wagten nicht einzugreifen. »Das werden Sie nicht wagen, Doktor«, rief Marvin aus. Noch im selben Moment krachte ein Schuss durch die Hallen. Marvins lebloser Körper fiel zu Boden und gab keinen Laut mehr von sich. In seiner Stirn klaffte ein blutendes Einschussloch. Was hat denn das nun zu bedeuten?« fragte Peter. Der Hühne steckte nun die Waffe ein und beugte sich noch einmal überprüfend zu Dr. Marvin hinab. Dann kam er auf die beiden Journalisten zu. »Sagte er gerade wirklich Doktor zu Ihnen, Hector?« fragte Alice. »Ja, das ist richtig, Mrs. Hugory. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie mir im Grunde geholfen haben«, sagte Hector ab. Und seine Formulierungen klangen nicht mehr so förmlich wie sonst. »Ich glaube, dass es eigentlich genau umgekehrt war«, stammelte Peter und wusste nicht recht, was er sagen sollte. »Nein, Mr. Hugory, um es Ihnen ganz einfach zu erklären, ich bin nicht Hector, sondern dieser Mann hier. Und er spielt seit Jahren ein übles Spiel mit mir.« Er deutete dabei auf den Toten. »Ich bin Dr. Marvin und ich habe vor mehr als einem Jahrhundert diese Maschine zur Zellerneuerung erfunden. Hector war damals mein Assistent. Es war ein schweres Verbrechen, was ich damals beging. Hector schaffte mir bislang 3 verschiedene Personen heran, welche er unter einem Vorwand einlud, wie eben Sie, und wir schlussendlich beide von ihren Zellen leben konnten und daher nicht alterten. Ein schreckliches Vergehen.
Eines Tages jedoch hatte er sich diese Waffe hier besorgt und gleichzeitig alle Räume zum Labor abgeschlossen. Ich hatte ihm zu viel Vertrauen geschenkt. Er zwang mich zu diesem Rollentausch und gab sich fortan selbst als Dr. Marvin aus. Er nutzte mein Büro und alle Materialien und ich war von seiner Großzügigkeit abhängig. Denn ansonsten hätte er mir den Zugang zur Zellerneuerung verwehrt. So hatte er mich die letzten Jahrzehnte in der Hand. Heute Nacht habe ich erkannt, was für einen Fehler ich all die Jahre über begangen habe. Das hat nun ein Ende. Ich werde Mr. Franklin erlösen und dann diese furchtbare Maschine vernichten. Das sollten Sie nicht tun. Sie ist mit Sicherheit anderweitig verwendbar, rief Peter aus und Alice versetzte ihm einen Seitenhieb. Nein, Mr. Hugery, es ist sie nicht. Es ist gegen den Willen der Natur, was wir hier tun. Leben zu zerstören, um anderes Leben zu erhalten, sollte keiner Philosophie dienen. Gehen Sie nun, und zwar schnell. Entscheiden Sie selbst, ob Sie der Welt die Wahrheit dieser Geschichte erzählen oder nicht. Für mich jedenfalls ist sie zu Ende. Mit diesen Worten warf Hector, der sich nun als Dr. Marvin entpuppt hatte, Peter einen Schlüssel zu und trabte dann davon. Nachdem sie die Tür aufgesperrt hatten, war der Weg frei und sie gelangten unbehelligt zum Wagen. »Und die Reportage? Die Zeitung wartet auf unseren Bericht?« fragte Peter. »Ich glaube, wir haben genug Stoff gesammelt. Das ist ja eine irre Geschichte«, antwortete Alice nur, als sie schon in den Wagen gestiegen war. »Ich will nur noch weg von ihr, Peter. Einfach nur weg. Mir ist egal, was dieser Mann hier weitermacht. Ich will einfach nur weg.« Das Erlebnis der beiden Journalisten wurde tatsächlich an die Öffentlichkeit getragen, wenngleich auch niemand ihrem Bericht Glauben schenkte. In dem Zusammenhang damit war ein weiterer Artikel interessant, in dem von einem Großbrand die Rede war, welcher zur vollständigen Zerstörung von Schloss Hemray geführt hatte.